Cos'è gli Uffizi? Cos'è? Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Film der Woche. Heute gehen wir gemeinsam in eines der schönsten und berühmtesten Kunstmuseen der Welt, in die Uffizien in Florenz. Ursprünglich ja gebaut als Verwaltungsgebäude, Uffizien, Office, da steckt ja auch dieses Wort drin, also es war ein Bürogebäude, aber schon im 16. Jahrhundert wurde daraus dann eben diese wunderbare Kunstsammlung, die heute Millionen Menschen anzieht, Jahr für Jahr, die Werke sehen wollen von Botticelli, von Michelangelo und von Leonardo. Corinna Bell und Enrique Sanchez-Lanch hatten das Privileg, sich völlig frei in diesen Räumen für ihren Film in den Uffizien zu bewegen. Und sie haben vor allem den Direktor begleitet. Eike Schmidt ist ein Deutscher, der sehr sanft, sehr umsichtig Reformen einführt, der Bilder neu hängt, der die Räume neu gestaltet. Und da sind wir jetzt dabei und können verstehen, warum hängt dieses Bild dort? Warum tritt es dann in Korrespondenz zu einem anderen? Denn ein solches Museum ist ja immer auch ein großer Dialog der Kunstwerke. Und genau davon erzählt dieser wunderbare Film, der auch zeigt, wie sehr dieses Gebäude, wie sehr diese Sammlung Teil der Stadt Florenz ist. Also immer wieder gibt es Blicke hinaus in die Stadt oder von der Stadt hin zu dieser Sammlung. Also man versteht den Kontext, in dem die Uffizien stehen. Dazu kommt noch, dass sehr viele Phänomene umkreist werden, die zu diesem Gebäude gehören. Also die Geschichte der Sammlung wird miterzählt. Der Massentourismus wird geschildert, aber auch die Menschen werden gezeigt und begleitet, die diesen Organismus täglich am Leben erhalten. Zum Beispiel die Wärter, die Ticketverkäufer und die Restauratoren und Restauratorinnen, die die Kunstwerke bewahren. In den Uffizien steht für mich in der besten Tradition eines ganzen Genres, nämlich des Museumsfilms. Denken wir an ein Meisterwerk wie Frederick Wisemans National Gallery. Und damit kann sich in den Uffizien durchaus vergleichen. Unser Radio 1 Filmtipp der Woche.